persönlich wird Ihnen präsentiert von unserem Einrichtungspartner Pfister. Freude am Wohnen. Mit freundlicher Unterstützung von Gottlieber. Für anspruchsvolle Genießer. Persönlich. Bei Claudia Lesser. Unser heutiger Gast hat den Individualtourismus massentauglich gemacht. Er ist ein prämiertes Haupt in der Reisebranche, heisst André Lüthi und man sagt ihm auch den Globetrotter. Herzlich willkommen, André Lüthi. Schön, bist du bei uns. Hallo, Claudia. Du wirst dir eigentlich heute auch noch Globetrotter sagen, oder ist das ein Begriff, den du sagst, jetzt in dieser Dekade von deinem Leben, ist es jetzt nicht mehr der zwingende Begriff, den du dich gerne bezeichnen würdest? Oh nein, also ich glaube, ein Globetrotter bleibst, ein bisschen Berner bleibst, das kannst du nicht abstreichen. Nein, das bist du immer, Globetrotter. Auch in einem veränderten Lebensumstand, in einer veränderten Welt. Aber so der Drang nach dem Decken, der Drang nach dem Neuen, das Interesse an der Welt und dem Planeten, das ist ein Globetrotter. Ob du jetzt im Zelt schlafst oder im 5-Sterne-Hotel, das ist eine Lebensphilosophie eigentlich. Ich glaube aber noch viele andere nehmen auch an, statt Globetrotter. Es gibt ja viele Namen für dich, muss man auch sagen, oder? Gehört einmal. Ja, manchmal schon, ja. Welches ist denn der liebste schon Globetrotter? Also, wenn es jetzt nicht um einen Namen an sich geht, also, in Bern bin ich einfach der Endo. Das ist der, sich durchgeschlagen hat. So. Dann ist es schon der Globetrotter. Den ich am liebsten hätte, ist so ein Entdecker, aber das ist auch ein alter Bubentraum. Der Entdecker. Man manchmal noch so ein leben zwischen der Entdecker, ja. Aber das lebst du ja schon mit all deinen Reisen. Jetzt warst du wieder in Rio mit dem Sohn. Hast du auch da ganz viel entdeckt? Ja, also das war nicht das erste Mal, dass ich mit einem von unseren Kindern unterwegs war. Und mit Kindreisen habe ich sehr viel entdeckt. Also vor allem alleine mit einem Kindreisen, jetzt gerade als Vater. Wenn du sonst ziemlich engagiert bist und viel weg und dann bist du 3 Wochen lang 24 Stunden zusammen. Du bist im gleichen Zimmer, du hast zusammen tauchen, klettern, whatever. Das ist höchst intensiv. Und das empfehle ich jedem Vater und jeder Mutter. Und eine Familienreise ist eine andere Geschichte. Schon schön, braucht es auch. Aber das alleine Reisen mit dem Kind, gut, dann entdeckst du viel. Das heißt, über dich selber, nicht nur über das Kind. Ja gut, das sagst du ja sowieso. Oder? Beim Reisen entdeckt man sehr viel über sich selber. Ist vor allem ein Weg zu sich selber. So viel wie du gereist bist, müsstest du ganz viel über dich entdeckt haben, oder? Ja, also ich habe vor allem auch gemerkt, beim Reisen habe ich eigentlich gelernt, auf den Bauch zu hören, auf das, was abgeht, in Herz und Bauch. Und so bin ich überhaupt in die Reisebranche hineingekommen. Ich bin durch den Himalaya gestoffelt. Mehr oder weniger ohne Perspektive, was ich will, wenn ich heimkomme mit 22. Und dann habe ich plötzlich gespürt, das wird zu meinem Beruf. Das ist meine Leidenschaft. Ich möchte es irgendwie zu dem werden, was zum Inhalt wird von meinem Leben. Und es ist auch gelungen. Also das ist schon. Und auch beim Reisen lernst du natürlich auch ganz viel über dich selber. Wirklich auf alle Seiten. Du lernst deine Grenzen kennen. Du lernst mit Respekt und Toleranz auf andere Kulturen und Religionen eingehen. Du lernst improvisieren, du lernst auch leiden, dass es nicht immer so läuft, wie du hast gedacht oder du hast irgendeine Erwartung. Du reist nach Laos mit wunderbaren Vorstellungen, alles ist anders vor Ort. Und das war für mich schon eine enorme Lebensschule, die sich dann auch hier im Alltag natürlich wieder manifestiert. Und du schaust gewisse Sachen in Schweiz auch etwas anders an. Trotzdem stelle ich es mir sehr schwierig vor, dann eben die Erkenntnis teilweise auch als Top-Manager wieder in den Alltag zu integrieren. Oder? Das ist ja eine grosse Herausforderung. Das heißt, wenn du auf Reisen bist, das ist eine andere Welt, da ist ein anderes Tempo, andere Herausforderungen. Aber das dann wirklich in den Alltag reinzunehmen, das ist ja dann schlussendlich auch die grosse Kunst. Gelingt dir das? Ja, es ist wirklich eine Kunst. Ich glaube, ich hatte Glück gehabt. Also ich hatte das Glück gehabt, dass es mich so geprägt hat, dass ich hier mit einer hohen Authentizität auch leben kann. Also das Schlüsselwort im Alltag jetzt vom Management Rätsch ist, glaube ich, Vertrauen. Und das Vertrauen in andere Menschen, das Vertrauen in mein Bauch und in mein Herz, das habe ich wirklich auf Reisen gelernt. Sei es in Extremsituationen, im Nordpol oder einem 8000er oder in einem Kloster. Und das konnte ich hier, glaube ich, schon umsetzen. Ich habe ein extrem hohes Vertrauen, wenn ich mit Leuten zusammen arbeite. Es sind jetzt 420 Leute.
11 sind direkt bei mir, die 11 CEOs. Und ich schenke ihnen ein extrem hohes Vertrauen. Aber bis ich den richtigen Menschen habe, lese ich nicht einen Haufen Seinweise und hunderte von Zeugnissen, sondern ich gehe mit ihm auf einen Berg oder es sind längere Gespräche, gute Gespräche und dann spüre ich, es ist der Richtige. Okay, das machst du definitiv auch anders. Du machst keine Assessments und holst irgendeine Top-Agentur, die für dich das erste Mal die Zielweise checkt. Und dann ich finde, das ist schon gut. Also, du brauchst gewisse Geschichten, was die Zielweise angeht. Das ist alles nett, aber es ist einfach nur ein Teil. Mhm. Und das andere, finde ich, ist einfach auf diesen Menschen eingehen und spüren, passt dieser Mensch einmal zu dir, wenn du sie vorgesetzt bist. Und B, in die Unternehmenskultur rein. Und C, ist das für ihn auch mehr als nur ein Beruf? Ist es auch Passion? Ist es Leidenschaft? Macht er das wirklich gern? Mhm. Also sagt auch er, ich brauche nicht eine Work-Life-Balance, sondern sagt er eben, ich brauche eine Life-Balance. Das musst du schnell erklären, das habe ich ein paar Mal gelesen, wenn man über dich kommt immer wieder diese Life-Balance. Ja, was meinst du damit, mit dieser Life-Balance? Heute gibt es auch Hunde, ich glaube, du hast es auch schon gemacht, es gibt hunderte von Kurs Work-Life-Balance, das ist so ein Thema. Oder? Man muss einen Ausgleich finden zur Arbeit. Sei es, wenn man strapaziert ist, weil man im Stress ist, wenn man viele Stunden hat, dann muss man noch ein Hobby haben. Und ich finde, es wäre viel schöner, wenn du einfach in einer Balance lebst. Also wenn sich das, was du lebst, sei es jetzt persönlich, privat, im Beruf, das, was du tust, wenn das ineinander hineinverzahnt, wenn es ein Teil wird von deinem Leben. Mhm. Und halt das dementsprechend du den Mut hast zu leben. Wenn du halt am Abend eine Melfi eine gute Idee hast jetzt für deine Sendung, schreibst du sie vielleicht noch auf. Und dafür bist du am nächsten Morgen einen halben Tag auf dem Tennisplatz. Und. Also, ich weiss schon, es ist etwas einfacher, in meiner Situation über das zu reden, als der, der in Zürich der Bus fährt und am Morgen um 7 Uhr antreten muss. Aber auch dann, glaube ich, dass sie ineinander hineinverzahlen, wenn man Freude hat an dem, was man macht, dann kommst du in eine Balance hinein. Und die hast du, wenn man dir zuhört, in dem Fall auch regelmässig, die Balance? Oder gibt es bei dir auch Situationen mit all diesen vielen Geschäftsfeldern, 10 Unternehmen sind bei euch integriert? Ich mache 240 Millionen Umsatz, du hast gesagt, 420 Mitarbeiter. Gibt es wahrscheinlich bei dir auch Situationen, wo du sagst, da bin ich dann definitiv nicht in Balance? Ja, also was mich extrem beschäftigt, was ich gar nicht gerne habe, das sind Konflikte. Mhm. Also eine Waage mit einer Jungfrau im Aszendent, das ist ein bisschen schwierig. Und wenn ich spüre, es ist ein Konflikt, sei es extern oder sei es intern, und so, das beschäftigt mich wirklich. Aber es ist wieder ein Teil der gesamten Balance eigentlich. Da gibt es das auch bei mir, oder sie nachmittag um 3 Uhr sagen, so, fertig, lege mein Joggingzeug an, gehe an die Aare 10 Kilometer säckeln. Und dann passieren eben auch Sachen, oder am Morgen früher Aare. Aber klar bin ich immer ich glaube, in der Balance bin ich schon, aber in dieser Balance gibt es Ups und Downs und schöne und weniger schöne Sachen. Mhm. Aber ich finde auch, die weniger schönen Sachen zu handeln im Leben, ist schon eine Erfüllung. Weil es gibt immer einen Weg. Das ist definitiv so. Es machen es einfach alle sehr unterschiedlich. Ja, die einen machen 200 Kurse und lesen 500 Bücher. Aber ich würde gerne, das Gute ist ja, wenn man, ein bisschen, was man jetzt rausgehört, ein bisschen harmoniebedürftig ist, dann sucht man eben auch immer einen Weg, dass es nachher wieder funktioniert. Wie sollte ich sagen, ich ziehe Kraft eben aus dem Konflikt raus, oder? Ja, also das ist sicher von mir in Anführungszeichen ein Problem, manchmal, dass ich immer wieder, dass ich nicht aufgebe, bis ich das Gefühl habe, es stimmt wieder, wenn wir jetzt so ein Problem haben. Und das könnte man vielleicht manchmal ein bisschen früher beenden. Und vielleicht mal sagen, okay, das ist deine Position, das ist meine und wir gehen weiter zusammen. Da kann ich schon ein bisschen Potenzial, um etwas lernen. Schön, dass du das auch noch hast. Jetzt haben wir mal schauen, wie die Leute auf der Straße dich einschätzen. Wir gehen ja amigs auf die Straße und fragen Herr und Frau Schweizer, den anderen Leuten, was ist das so für ein Typ? Und das sind die Antworten darauf. Ein netter, ein aufgestellter, ein interessierter. Ein sympathischer Eindruck macht er. Er sieht aus wie ein Autor. Er sieht wie ein Trainer aus. Sympathischer, jung aussehender Mann. Nein, alt aussehender Mann. Ein Mann mit vielen Erfahrungen. Ein glücklicher, zufriedener Eindruck. Sympathischer, weltoffener Eindruck, aber als belesen. Er sieht gescheit aus. Ich finde, er sieht ziemlich intelligent aus. Er sieht erfolgreich aus.
Das könnte Manager sein. Das könnte einer sein, der soziale Projekte in Indien am Start hat und ab und zu in Südamerika Behinderten hilft. Ja, okay. Wahrscheinlich noch umgänglich, hätte wahrscheinlich zu China zugehört, zu Asien. Kultur, irgendetwas. Andere Leute, ja. Globetrotter. Weltenbummler. Mit dem hat man, kann man sicher gute Abenteuer erleben. Ausgefallene Reise. Weltoffen. Selbstsicher. Eigentlich das, was er macht, strahlt er auch aus im Gesicht, finde ich. Ein zufriedener, ein gelassener. Offen. Kann gut auf Menschen zugehen. Sicher viel erlebt. Muss zum Coiffeur. Nicht so aktuell modische Frisur, aber sonst. Auf seinem Gebiet muss man so sein und so aussehen, oder? Nehme ich an. Du gehst mal zum Coiffeur, dieser Frisur. Ja, das ist das. Das stimmt. Das ist etwas aus der alten Zeit, das ich mitnehme. Das ist ein bisschen dein Markenzeichen, oder? Ja, aber wenn du mit 56 noch so viele Haare hast, dann musst du es ja zeigen. Dann musst du es ja zeigen, oder? Jeder Mann muss ja zwischendurch etwas zeigen. Ja, genau. Das ist so ein Thema, das der Mann hat, wenn er in die Midlife-Crisis kommt, oder? Ja, hör auf. Also ich glaube jetzt, das habe ich noch nicht. Vielleicht kommt es noch. Das hast du noch nicht gehabt. Oder ich habe es nicht gemerkt, ich ist es immer vorbei. Ob Frisur ist schon seit 20. Ich meine, ich hatte mit meinem Vater wirklich Streit mit 14, 15 Jahren meinen Haaren, weil ich so lange Haare hatte, und hat mich gezwungen, zum Coiffeur zu gehen. Oh, wirklich? Und es könnte gut sein, dass das heute noch eine kleine Protestaktion ist, die ich noch immer noch nicht verarbeitet habe. Das ist wirklich so. Ein kleines Trauma aus dieser Zeit. Dein Vater war, glaube ich, eher spezieller. Also, er hat Eier verkauft. Ja, ich habe gar nicht gewusst, dass das früher ein Job war. Eier verkaufen. Ist das heute noch einer? Also, es sind grosse Firmen, wie Hotel und Bäckereien und Biskuitfabriken wie Kambli mit Eier beliefern. Mhm. Aber war dein Vater ein Autoritär, dass der dann doch recht zugegriffen hat? Ja, also für mich als Kind, dann, so bis 16, 17, war das wirklich so, habe ich das so empfunden. Heute sehe ich es natürlich auch wieder etwas anders. Mhm. Wenn ich ihn heute erlebe als älterer Mann und auch auf Reisen zum Tergelehrer gelernt habe, verstehen, wie mein Vater das vielleicht gemeint hat. Mhm. Weil er selber in seiner Kindheit, aber jetzt wäre man zu fest in der Esoterik. Aber es war ein strenger Papi, ja, der gesagt hat, wo es durchgeht. Ich musste am 7. müssen daheim sein, die anderen bis um 9. eine Party können und so Geschichten. Und dann hast du doch sicher dann rebelliert, oder nicht? Ja, zweimal bin ich ab im Wald. Einmal ist wegen dem Coiffeur. Da haben wir gesagt, ich müsse zum Coiffeur. Also, es war wirklich schlimm gewesen, meine Haare. Wenn ich es anschaue, hat er schon ein bisschen recht gehabt. Dann bin ich einfach im Wald und bin ab. Anderthalb Tage. Was hast du denn irgendwie im Wald gemacht? Einen Baum gehöckelt. Und von Bonanza träumt. Vielleicht seht ihr die Sendung. Ja. Ich habe immer Bonanza geschaut. Das wäre mein Leben. So wie dort in dieser Serie. Ja. Mit dem Boss und mit dem Ben und wie sie alle heissen. Und vom Reisen hast du ja wahrscheinlich auch geträumt. Die sind nie in die Ferien, gell? Also es ist einfach finanziell nicht drinnen gelegen. Ja. Ich bin zuerst mal in meinem Leben in einem Hotel geschlafen mit 16. Das war aber durch einen Sport. Mhm. Mit den Ringern. Aber sonst nein, wir sind nicht in die Ferien. Wir sind ab und zu einen Tag Skifahren. Oder mit dem Auto zwei Tage ins Wallis. Aber haben wir bei Verwandten geschlafen. So. Mhm. Und mich hat immer interessiert, schon als kleiner Giel, hat uns einen kleinen Rahmen, den ich hatte, und bin aufgewachsen im Friburgischen. Was ist hinter dem Wald? Oder was ist hinter dem Hügel? Oder das wirklich zum Telo praktiziert, mit dem Melo halt und zu Fuß. Also dann war die Welt so klein für mich und auch schon so mega spannend. Hast du plötzlich einen Bach entdeckt? Oder, oh, da hat es ja noch eine Hölle. Oder da hat es ja einen Dachsbau in dem Wald, den ich jetzt hier gelaufen habe, eine halbe Stunde. Dann war die Welt so. Eigentlich auch schon sehr entdeckungswürdig. Der Spitzensport, also das Ringen, das hast du vorher jetzt gerade angetönt, das war ein grosses Thema. Der Sport hat dich durch die ganzen letzten Jahrzehnte durchgeprägt. Du hast immer deine Grenzerfahrungen gemacht und gesucht und suchst es ja immer noch. Wie bist du überhaupt zum Ringen gekommen? Dein Papi den Sport ausgegeben? Wer hat dich zum Ringen gebracht? In unserem Dorf, im Kanton Freiburg, Deutsch-Freiburg, in Schmitten, war eine Hochburg, also wirklich eine Randsportart. Ringen. Eine definitive Randsportart. Definitiv. Ja. Und heute, sie haben die Olympia ausschmeissen. Jetzt hätte sie bleiben können. Anyway, und dort hat alles gerungen statt geschuttet. Mhm. Und dann bin ich halt mit 12, mit 11 auch ringen. Und das hat mich fasziniert. Zwei Menschen, zwei Männer aufeinander los, zwei Buben. Du, der zu harmoniesüchtig bist. Weißt du warum? Dort hast du dir die Hand gegeben. Hast dreimal drei Minuten oder zweimal drei Minuten geschlägelt, wie haben wir dann noch gesagt. Dann hast du dir wieder die Hand gegeben und bist als Freund eins gezogen.
Vielleicht hat es das gebraucht für mich. Das ist auch heute auch noch so im Fall oder im Schwingen. Ja, und hat mich das irgendwie fasziniert und verpacken. Mhm. Und habe mir schnell mal ein Ziel gesetzt. Ja, ich möchte doch Schweizer Meister werden, ich möchte doch an die Olympischen Spiele. Und einfach sukzessive gemerkt, ich bin zu wenig gut. Es hat einfach nicht gelangt. Und beim Ringen habe ich eigentlich etwas gelernt im Leben, das ist verlieren. Da fährst du also von Freiburg auf Schaffhausen einen Wettkampf oder auf Kriessern hier in der Ostschweiz. Und nach zwei Wettkämpfen bist du aus. Oder? Also hast du am Morgen um 9 Uhr einen Kampf, nach einer Minute bist du um. Im zweiten Kampf um 9:30 bist du auch ausgeschieden. Und dann wartest du bis Abend um 6 Uhr in der Ostschweiz, bis die Kollegen fertig sind. Da lässt du ziemlich viel zum Thema Niederlage einstecken. Ja, aber ist das nicht auch etwas, das hat dich wahrscheinlich auch deine Ehrgeiz genährt? Ja, klar. Also ich habe mich immer gefragt, woher kommt dein unglaublicher Ehrgeiz? Das ist ja ein Treiber, hat man das Gefühl, auch durch dein ganzes Leben durch. Oder? Du bist angetrieben auch von deinem Ehrgeiz. Und das ist ja gut so, sonst hättest du vielleicht nie das erreicht, was du jetzt erreicht hast. Aber irgendwoher muss das ja kommen. Das ist eine gute Frage. Das kann sein, aber ganz jung, so 7, 8, 9-jährig, habe ich immer das Gefühl, ich komme drunter. In der Schule primär, in den Heimen nicht. Der Vater war es, die Mutter das andere, ist schon eine wichtige Mutter, by the way. Und dann habe ich immer das Gefühl, ich komme drunter. Ich war ein bisschen längsamst, Melo fahren. Manchmal hatte ich das Gefühl, ich sei ausgeschlossen. Und habe mir meine eigene Welt aufgebaut. Und das hat dann also zu kleinen Zielen geführt. Jetzt gewinne ich mal das Velorennen auf dem Schulweg. Ich muss nicht meinen, oder? Ich hatte 16 Kilometer Schulweg mit dem Velo. Wow. Ungeteert. Und ich glaube, aus dem aus ist das entstanden. Aber nachher ist dazu gekommen, glaube ich, so langsam, so ab 10 Uhr und dann aufwärts, der Spass daran, etwas zu erreichen. Mhm. Also, es hat mich auch mit Freude erfüllt. Auch dort ist ein Ziel, was muss ich leisten oder machen, dass ich es erreiche. Mhm. Sicher brauche ich noch ein bisschen Glück. Es hat sich dann so schön wie verschmolzen. Der Wille, der Spass daran und dann noch Glück gehabt. Ich immer wieder Glück gehabt im Leben. Du, wann hat denn das gehört, das Gefühl, das kehrt dann irgendwann, oder? Wenn du die Erfolgserlebnis hast, von ich komme drunter. Es ist jetzt eben nicht mehr so. Ich kann mir das... Ja, das hat gehört. Ich habe dann Bäckkonditor gelernt, obwohl ich studieren sollte. Nur, dass ich trainieren konnte. Am Nachmittag hast du Zeit zum Trainieren als Bäck. Ah, das war der Grund? Am 11 Uhr hast du Feierabend, am Nachmittag trainierst. Und dann hast du Bäck gelernt, hast versagt im Ringen, hast es nicht durchgebracht oder? Und hast den falschen Beruf. Wegen dem bin ich ja gereist. Du warst eigentlich mal lost. Ja, die Freundin ist auch noch ab. Und dann bist du 20. Und dann schon, die Welt, das ist doch toll. Und der Ehrgeiz hat gekehrt. Ich dachte, wenn ich schon Bäck lehre, mache ich es richtig, trotz dem Sport. Und bin dort die beste Lehrabschlussprüfung gemacht. Und jetzt habe ich plötzlich gemerkt, Ich habe doch noch etwas. Ich habe zwar meinen Sport so ein bisschen. Also im Schulsport ist es zwar ja aber schon gut gegangen. Aber dort war ich das, so das erste Mal mit der Bäckergeschichte. Mhm. Mit der besten Lehrabschlussprüfung. Das ist ein schönes Erfolgserlebnis. Ja, vor allem, wenn du weißt, es ist der falsche Beruf. Ja, genau. Bringt unheimlich. Hey, aber weißt du, was schön ist? Es zeigt, dass man auch mit dem falschen Beruf, mit der falschen Lehrabschlussprüfung, die man hervorragend meistert hat, ein Topmanager kann werden. Das möchte ich allen Jugendlichen mitgeben. Das ist doch eine tolle Message. Und es braucht nicht der Gimmer. Ja. Also unser Bildungssystem ist sowieso ein Traum in diesem Land. Aber was braucht es denn, dass man das erreicht? Bauch, Herz. Also ich habe jedes Mal ein Diplom-4 gesagt. Maturant. Habe ich gesagt, hört einfach auf das, was euer Herz gerne möchte. Auch wenn halt der Vater und die Mutter und die Lehrer das so vorgespürt haben. Mhm. Es wird passieren, wenn du wirklich an das glaubst. Und das war bei mir genau das Gleiche. Ich glaube, ich habe es nicht so weit gebracht, wo ich heute bin, weil ich so viel gearbeitet habe. Oder weil ich noch x Studium nachher geholt habe. Ich habe noch den Tourismusexperten gemacht. Okay. Sondern weil ich daran geglaubt habe, dass ich das Richtige mache. Und ich glaube, wenn du das hast, dann gehst du auf die Leute dementsprechend zu. Also sei es jetzt auf Mitarbeitende, wenn es ganz klein ist, sei es auf potenzielle Kunden, sei es auf Geschäftspartner, dann strahlst du aus. Und das eine gibt dann eben das andere. Und du hast nie, wie so andere Praktiker, die eine riesige Karriere gemacht haben, irgendwie den Ausbildungskomplex gehabt? Eben nicht. Also ich hatte einen Moment, im 94.
Und dann habe ich dann gesagt, okay, jetzt tue ich mir noch halt die Betriebswirtschaft und das Marketing und, so, und das HR noch schnell aneignen und habe den Tourismusexperten gemacht. Mhm. Aber unter uns gesehen, ich habe dort als einziger Nicht-Maturant die beste Prüfung gemacht. Aber es hat mich, ich habe nicht die beste Prüfung, die ich in den meisten Büchern gelesen habe. Ich bin nicht so belesen, wie der Herr da gesagt. Du, der so unglaublich gescheit ausgesehen hast, oder? Ja, das kommt dazu. Nein, ich glaube ja dort, einfach das, was ich gespürt, den Experten erzählt und niedergelegt. Es ist dann schon, glaube ich, bin dann schon viel gereist gewesen. Auch das war die Lebenserfahrung. Mhm. Der Mut zu haben, losgelöst von Normen und Leitplanken, das zu sagen oder niederzuschreiben oder zu tun, was du richtig findest. Dann können wir noch mal auf das Reisen sprechen, den Auslöser zum Reisen. Wir haben es vorher gehört, die Sehnsucht schon im Wald, können schauen, was hinter einem Bergli und so ist. Wenn man jetzt ein bisschen gespürt hat, dass es vorher war in der Familie, ich nehme ja nicht an, dass deine Eltern gefunden haben, ja, geh du jetzt mal da die Welt entdecken. Was war der Auslöser, dass du dann wirklich gegangen bist? Und wie ist das bei deiner Familie nachgekommen, bei deinen Eltern? Also meine Eltern sind überhaupt nicht glücklich. Ich habe gesagt, ich höre auf mit dem Bäckerberuf nach der Prüfung. Dann kam noch die zweite Bestätigung. Das ist vorhin nach Bestätigung. Ich bin in der Rekrutenschule, nach Isone, Grenadier. Dann warst du jemand als Grenadier in einem kleinen Dorf. Und dann habe ich mitbekommen, dass China gerade aufgeht. Für Individualreisende. Anfangs 80er. Und habe beschlossen, okay, jetzt habe ich nichts mehr. Ich bin zwar Grenadier, habe eine Bäckerprüfung, habe einen Falschberuf. Und bin auf Berner Bahnhof und gesagt, ich möchte ein Bahnticket nach Peking. Und dann hat er mir so grosse Augen angeschaut hinter der Scheibe. Dann habe ich gesagt, das ging, Transib, Novosibirsk, Irkutsk und bin auf die Reise. Mhm. Und dort habe ich schon gespürt, hey, das ist mal das Fakt. Das ist wirklich cool. Auf dieser Reise bin ich dann 6 Monate durch China, bin ich dann eben auch in Himalaya. Und dort, was ich vorher erzählt habe, das ist dann definitiv passiert im Himalaya. Dass ich sehe, das mache ich zu meinem Beruf. Mhm. Aber es war die China-Reise, die mich eigentlich reingeführt hat. Aber ja, das hat mich, das ist wieder mal typisch. Das war ein weisser Fleck. Niemand war in China. Wir haben dann noch gewusst, in China kann niemand Englisch. Es gibt keine Public Transportation. Das ist einfach, sagen sie nichts dann zumal. Oder? Und das hat mich angespannt. Ja, das ist schon gut so. Die weissen Flecken. Das ist schon kontrovers. Aber, ja. Ja, das ist auch so, finde ich, so ein roter Faden durch dein Leben durch. Das machen, was die anderen sicher nicht machen würden. Es muss immer das erste Mal sein, es muss eine neue Route sein, es muss etwas sein. Ja, das stimmt. Sicher niemand würde hingehen, oder? Das sind andere Leute. Ja, aber es, ja, stimmt. Aber es ist andererseits so das Interesse am Neuen. Also nicht den Massen folgen. Ich finde es so schade, hat der Thomas Cook den Pauschaltourismus erfunden. Aber es ist jetzt gleich einfach ja, so ein das unreflektierte Überwinden vor einer Distanz und dann im Liegestuhl. Und jetzt hat mich immer, wie ich es vorhin gesagt habe, schon als Bub, ich wusste, was ist hinter dem Wald. Und wenn ich halt höre, Nordpol ist schwierig, oder nach Nordkorea kann man nicht, oder jetzt Königreich Mustang im Himalaya ist zu und verschlossen, dann geht es los. Dann sagst du, das muss möglich sein. Irgendwie ja. Ein Schlüssel muss es dort hin. Ich glaube, das ist sehr Leute. Das stimmt. Ja gut, irgendwann bist du zu dem Globetrotter gekommen. Und auch dort ist es ja dann sehr schnell gegangen, oder? Am Schluss, dass man dich... ja, ich meine, das schafft ja auch nicht jeden, oder? Dass man dann so schnell auch das Vertrauen gewinnt und man dich in die Funktion des CEO setzen tut. Was hast du das Gefühl, was war es damals? Jetzt abgesehen vom Bauch, dass schlussendlich, dass man eben gesagt hat, man traut dir das zu. Also ich hoffe, er schaut die Sendung mal. Er wird sie schauen. Das ist der Walter Kamm. Der Walter Kamm, genau. Der Gründer von Globetrotter. Wir hatten am Anfang so viel Streit über die Ausrichtung der Firma. Und er hat aber immer mehr respektiert. Und er hat irgendwie auch schon recht, den Leuten hat mir das Vertrauen geschenkt. Obwohl ich etwa 3 Mal gekündigt habe. Also ich bin auch nicht gegangen. Aber wir so manchmal Meinungsverschiedenheiten. Aber am Schluss hat er mir das Vertrauen geschenkt. Und das habe ich Malte zu verdanken. Und andererseits habe ich natürlich wieder mit meinem Ehrgeiz gesagt, es kann ja nicht sein, dann, als ich herkomme, dass mir nur Leute bedienen, die Joints rauchen und Birkenstöcke an den Füssen haben und Gestellrucksäcke und One Way Indien. Oder? Und das war ein bisschen das Image früher. Diese Reiseform, selber die Welt entdecken, sei es als Ehepaar, als Familie, als Pensionier, das ist doch für alle.
Das ist nicht nur für Junge und Studenten. Das wird Zukunft sein. Und dort hatte ich wirklich am richtigen Zeitpunkt die richtige Nase. Mhm. Und halt das auch entwickeln, dass die Reise formen, Baukastenreise, du und die Partner mit den Kindern, mit dem Camper durch Australien oder in Botswana, Safari, was es immer ist, viel breiter kann gefächert werden. Und das hat der Walter eigentlich schon gewusst, aber natürlich auch mit gewissen Widerständen. Und gleich hat er mir das Vertrauen, dass ich das aufbaue. Mhm. Wegen dem habe ich dann angefangen. Oder? Ich fand, also IKEA-Stelle können es nicht sein in einem Büro. Und lange Haare gehen nicht mehr. Und Birkenstöcke geht auch nicht. Ja, wenn du heute schaust, das Segment, das bei uns am meisten wächst, sind früh Pensionierte und Pensionierte. Ja. Mhm, weil wir Zeit haben Zeit für die Individualreisen. Genau. Oder wenn wir dann jemanden sehen, wir tun mal das Schweizer Olympiateam alles managen, was das Reisen angeht. Oder wir haben 4 Geschäftsreisenabteilungen. Mhm. Hat ja auch noch den Kopf geschüttelt. Aber dort war wirklich auch Glück, dass ich im richtigen Zeitpunkt habe gespürt habe, diese Reiseform, das ist eigentlich die Zukunft. Und nicht in einem Schaden mit 300 anderen einer Buffet-Schlacht auf Kreta. Das ist ein bisschen böse, ich weiss, ich will es auch nicht gegeneinander ausspielen, aber das ist nicht meine Welt. Mhm. Du weißt dich von dieser ganzen Online-Booking-Geschichte, haltest du dich vollkommen fern? Das ist ein heisser. Ist ein heisser, ja, aber das ist auch, oder? Das bist dann du, oder? Du ziehst das knallhart durch. Ja. Und es zeigt sich ja im Moment auch, dass es absolut der richtige Weg ist jetzt für euch. Ja, wir sind ja das einzige Unternehmen, das du auf der Einstiegsseite nicht online kannst buchen kannst. Ja. Wir sagen einfach, wir machen das, was das Web nicht kann. Das Web kann viel. Wenn du auf London musst, schnell mit einem Partner gehst, Booking oder Swiss.com, whatever. Absolut, genau, das brauchen wir und selber. Wir wollen das machen, was das Web nicht kann. Wir haben einen Menschen, der dir vis-à-vis sitzt und sagt, ich bin ja schon mit einem Kind durch Indien gereist, 5 Sterne mit Chauffeur, ich würde das machen, das, Visum, Impfung. Und wir merken einfach, dass es in der Schweiz ein Restsegment gibt, abgesehen von der ganzen Dotcom-Geschichte, wo noch ein Mensch will. Wo er beratet, wo zu ihm schaut, vor der Reise, während der Reise, nach der Reise, und gerne für das auch mehr zahlt als auf Dotcom. Mhm. Und auf die fokussieren wir uns. Mhm. Und ich habe gar nichts gegen das Web. Das ist jetzt da und das ist ein Zeitgeist. Und wenn du nur einen Flug brauchst, kommst du nicht mehr ins Reisebüro. Das verstehe ich. Mhm. Aber es gibt wirklich eine Restwelt, wo der Mensch im Zentrum steht. Wo vielleicht auch nicht 10 Stunden, die schon nachtlang deine Reise zusammenstellen durch Asien. Nein. Aber es ist ja eigentlich gleich auch eine Pauschalisierung von der individuellen Reise, die ihr macht. Also am Schluss. Ja, vor allem, wenn er alle mit dem Lonely Planet reisen, oder? Das ist die grösste Reisegruppe der Welt. Das ist jetzt zu dem, was ich vorhin gesagt habe, zu den 300 an der Beach. Mhm. Und das ist das, was mir schon andenkt bei uns, also beim Baukastenreisen. Es läuft immer mehr auch die gleichen Bahnen. Mhm. Du hast die Reiseführer, du hast sie online. Du triffst näher in Bangkok, Khao-San Road, alle Ausländer. Du bist nicht mehr in Thailand. Oder? Ja. Und dort versuchen wir, auch gegen die Steuer zu geben. Sagen zu ich kann mal 2 Tage den Reiseführer ablegen, steige in einen Zug und steige irgendwo aus. Und schau dort, in welches Hotel das gehst, ohne Reisehandbuch. Oder eben fahr mit dem Auto mal los in Chile oder in Alaska. Aber es ist schwierig. Also es ist wirklich eine Gratwanderung. Mhm. Wie siehst du dort deine Verantwortung? Ja, also ich finde einfach, Tourismus ist per se eine Gratwanderung. Mhm. Also hier in unserem Land. Also wenn du die ökologischen Auswirkungen schaust, die soziokulturellen. Also dass man in Phuket 5-Sterne-Hotel baut, dass wir duschen können. Mhm. Und 10 Kilometer weiter hinten hat das Dorf kein Wasser mehr. Oder du siehst, wie wir manchmal wir Touristen in Tempel hineingehen. Ja. Ist das gleiche in welcher Religion? Nicht zu reden von den ökologischen Auswirkungen. Und andererseits, der volkswirtschaftliche Aspekt. Es ist auch einer der grössten Arbeitgeber auf diesem Planeten. Mhm. Direkt und indirekt, auch hier in unserem Land. Also es macht ein bisschen so. Und für mich halt der philosophische Aspekt, kommt wieder das. Ich habe das Gefühl, Reisen, nicht Ferien machen. Reisen ist auch etwas, oder ein wichtiger oder ein guter Beitrag, das Mosaiksteinchen, für die Völkerverbindung, für ein bisschen mehr Verständnis unter den Völkern, für ein bisschen mehr Toleranz, für die Völkerverständigung. Also wenn du viel reist, schaust die Welt und andere Religionen und andere Kulturen ein bisschen anders an, auch hier in der Schweiz. Das ist eine schöne Message. Und trotzdem, wenn wir jetzt dir ein bisschen zuhören, es ist eigentlich ein Konflikt, oder? Ja. Gerade jetzt als für dich, ja, ja. Am Schluss auch für dich mit deinen Wertvorstellungen.
Ja, ich finde, wir könnten noch viel mehr Verantwortung wahrnehmen. Also wir alle, wir weltweit, wir Tour-Operator und Organisatoren und Tourismusverantwortlichen, in dem, dass wir halt sagen, wir mehren jetzt ein Hotel auf Bali nicht ab auf 300 Dollar die Woche, sondern dass wir hier Bali verkaufen für 690. Und dafür hat halt der Unger mit Frau ab für 1000 und dafür sind Mitarbeiter versichert oder einen anständigen Lohn. Also dort können wir schon einige Hausaufgaben machen. Du hast vorher etwas Schönes gesagt, um jetzt wieder ein bisschen auf dich zu sprechen zu kommen. Ferien gibt es bei dir mit deinem Jargon, gibt es ja eigentlich keine Ferien, es gibt nur das Thema Reisen. Das ist eine Provokation, ja. Ja, das muss man mal schnell erklären. Also, es kommt ein bisschen aus dem aus. Zurück zum Fall, du steigst in die Charterflüge, fliegst auf Mallorca zum fünften Mal. Im fünften Jahr ins gleiche Hotel und gehst jeden Morgen an die Strandtüchle von Liegestuhl legen. Aber das ist doch ganz viel gut, du. Eben. Das lassen wir fertig legen. Und gehst ins Büffel und stehst dort deine Viertelstunde an. Und für mich ist das also die freie Zeit. Ferien ist ja die freie Zeit. Wir haben ja 5 Wochen Ferien und so weiter. Für mich sind das nicht Ferien. Also ich finde, wenn du dich in den Ferien nicht mit daheim bleibst, ist es gut. Aber wenn du in ein anderes Land gehst und dich dort abschottest und kaum mehr weisst, liege jetzt auf Phuket in der Domrep oder auf Bali oder auf den Seychellen, weil du im Hilton bist, wo alles gleich aussieht, dann finde ich es einfach schade, wenn du in einem anderen Land bist, das Land, die Sprache, seine Küche, seine Leute, seine Religion und all das Zeug lernen kennen und entdecken. Das, wenn du dich schon bewegst, wenn du schon in den Flügel steigst, für nur eine Sonne zu legen. Also ich provoziere jetzt wirklich. Finde ich es einfach schade. Kann ich nachvollziehen. Nur muss ich noch sagen, das Reisen an sich ist ja im Grundsatz sowieso einfach ein Ego-Trip. Ja. Also am Schluss, wenn wir das noch jetzt einfach, geht es ja auch nur um die Selbstverwirklichung. Die wenigsten gehen reisen, also wie man auch bei euch reisen tut, um dann dort die Kultur anzuschauen und dann wirklich etwas wollen, auch verändern an dem Ort, wo ich bin, oder etwas zu investieren oder zu sagen, ich komme dann heim und dann mache ich wirklich etwas auch dafür, sondern das geht ja als wieder der neue Luxus. Sudwil hat gerade eine gute Studie herausgebracht, dass der neue Luxus ist ja nicht mehr der Ferrari, sondern die Individualreise. Die Individualität. Genau. Ja. Genau, das ganz spezielle. Finde ich auch speziell. Ich glaube, wenn du... Ich sehe es bei uns neuen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Wenn du viel reist, gehst du auch hier in diesem Land anders, mit anderen Augen durch das Land. Und ich glaube, das hat gesellschaftlich, sozial, schon wieder esoterisch, wirklich einige Auswirkungen. Also, das Reisen bildet hier. Also, wenn du mit dem Arnold Hottinger, das ist jetzt eine unserer Firmen, einen Background tust, mit dem Arnold Hottinger oder mit dem Werner van Kent und mit dem Erich Giesling ein Land bereist, und er erklärt dir mal den Islam. Wirklich. Da ist etwas gelernt. Und hat das Gefühl, dass du heimkommst und hier erzählst und in Diskussionen bringst, bewegst schon hier etwas. Für ein bisschen mehr Bewusstsein, für auch ein bisschen mehr Verständnis oder ein bisschen mehr Diversifizierung. Also das ist das eine. Aber ein Ego-Trip, zurück zu deiner Frage, bleibt zu reisen. Mein Wunsch ist ja, dass wir nicht nur nehmen, sondern dass wir auch geben. Und zwar dort, wo wir dann eben auch nehmen. Sonst gehen wir ja einfach. Und wenn ich 7 Wochen zu Fuß unterwegs bin in Tibet mit den Nomaden, habe ich echt das Gefühl, ich nehme nicht nur, weil sie finden es so lustig, dass ich es nötig habe, nach Tibet zu reisen. Und mit ihnen zu reden. Und ich erzähle ihnen von unserer Welt, und sie sagen, oh je. Also, oder ich erzähle ihnen, warum wir überhaupt eben reisen. Oder? Und sie finden, das ist doch gar nicht nötig. Ich erzähle ihnen aber auch vielleicht, dass es bei uns nicht die Abhängigkeiten gibt, die nicht nur mit Glück zusammenhängen. Wir arbeiten viel, dass wir 5 Wochen frei haben. Und jetzt können wir wieder von Ferien reden, erholen. Und ich habe schon ein paar Mal das Gefühl, dass so ein bisschen in abgelegenen Gebieten, in Afrika, in Indonesien, in Tibet, dort habe ich auch etwas geben können. Und zwar in dem Sinn, dass sie oft ein bisschen geschmunzelt haben. Es ist auch immer Problematik in diesen Gebieten, wo man mit Übersetzern arbeiten muss. Da geht aber noch etwas zwischen. Aber ich glaube daran, dass man etwas geben kann in einem Land. Oder dass ein System aufweichen kann. Durch das Reisen. Also nimm Burma, nimm Tibet, nimm das extrem Nordkorea. Durch den Austausch von Informationen passiert auch etwas in diesen Ländern. Oder es weicht ein bisschen etwas auf. Also einen kleinen Beitrag.
Da haben wir sehr viel über dich erfahren. Das zeigt ja sehr viel deine Haltung und vor allem auch deine Werte. Und das machen wir jetzt auch mal vertieft, indem wir ganz tief in die Augen hineinschauen. Oder besser gesagt ins Gesicht. Das macht Peter Sossi, unser Gesichterleser. Und er hat auch da wieder ein paar umwerfende Charaktermerkmale gefunden beim André. Ich bin gespannt, wie das bei ihm ankommt. André Lüthi, ja, ein Globetrotter-Chef, ja, einer, der viel reist, aber auch schöne Reisen anbietet. Ja, das ist ein markantes Gesicht, das sieht man natürlich sofort, ja, wenn man es anschaut. Und was bei ihm jetzt gerade so ein bisschen auffällt, ist, er ist eigentlich jemand, der eine eigene persönliche Lüthi-Systematik hat. Was das heisst, wie systematisch er auch etwas hineingeht oder so, die ist ganz eigen. Das ist nicht gelernt, sondern das ist so, wie er Systematik versteht. Kann aber situativ sogar sehr analytisch sein. Wenn sie dann interessiert, dann kann er. Also das Systematische, das sieht man hier bei der Distanz von der Augenbraue, da, bei der Nase zu, dort ist am grössten. Und das könnte so systematisch analytische Hinweise sein. Was noch wichtig ist, man sieht bei ihm da die Jobfalter auf der rechten Seite. Da, und die zeigt dann, dass er eine schnelle Auffassungsgabe gibt, aber auch Wissen kann weitergeben. Und zwar Leute wissen. Also er kann sein Wissen, nicht wissenschaftlich so, sehr gut in Wort auch weitergeben an andere Leute und sehr gute Erklärungen abgeben. Was auch noch speziell ist, seine Augen liegen etwas tiefer. Also die Augen in der Augenhöhle inne. Und das ist auch noch ein bisschen misstrauisch können sein, kritisch können sein, aufpassen und so. Das zeigt dann schon, dass da manchmal sogar ein bisschen Misstrauen vorhanden ist. Dann sein Dominanzanspruch, der ist gross. Chef vom Globetrotter, dann muss er natürlich schon eine gewisse Dominanz haben. Ja, und dann haben wir etwas ganz Herziges, ja, das ist seine Unterlippe. Unterlippenfleisch ist doch recht gross bei mir Leute. Und das heisst, ja, die Unterlippenfleisch ist ja zuständig für Lust, Genuss und Sex. Ja, dementsprechend. Was aber jetzt noch etwas speziell ist, also, das ist da, dass seine Unterlippe ein bisschen vorkommt. Da kann man sagen, ja, er hat extrem Freude an Sachen, wo er so ein bisschen, ja, das sind eigentlich süchtig, aber so ein bisschen, ja, Suchtpotenzial, an Freude haben, Spass haben, das ist da, die Lippe, wie sie das ein bisschen so vorkommt. Ja, vielleicht kommt das ja auch von der Reise. Ja, das kann ja auch eine Möglichkeit sein. Ist gut, oder? Hey, also ich muss sagen, Kompliment. Also jetzt so, wie er es bringt, so ist das jetzt also. Klasse. Du, sag mal, stimmt's oder stimmt's nicht? Was ist denn da mit dem Unterlippenpolster da, mit dem Sucht? Mit dem Sucht? Verhalten. Es stimmt. Also, stimmt. Es stimmt. Also wo äußert sich denn das? Beim Sex? Nein. Da hat er gesagt. Eben, ja, weil ich gesagt habe. Sucht, Lust. Also mit Lust als Überbegriff. Wenn irgendwo der Spass kommt oder die Freude, also bis tief rein, dann wird es zu einer Sucht. Eben, wie ich so oft möglich morgen um 6 Uhr an die Haare säckeln muss. Das geht nicht. Oder wenn ein Wein gut ist, wirklich gut ist, dann gibt es eine zweite Flasche. Oder die Sucht nach. Also Sucht. Vielleicht geht es auch da sein, nach Nepal. Ich reise nächste Woche das 44. Mal nach Nepal. Das ist nicht nur Sucht. Das hat noch mit vielem anderen zu tun. Aber es stimmt. Also das mit den Lippen, ja. Aber die Freude zu geniessen, vielleicht ist es mehr. Ja, hat wahrscheinlich etwas mit dem aufhörigen Moment sein, oder? Ja, in dem Moment. Genau. In dem Moment bist du im Moment. Stimmt. Du, wir haben auch noch gehört, misstrauisch, weil wir dir ja nicht geben. Ja, wenn ich jemanden nicht spüre. Oder im Geschäftsleben habe ich jetzt viel zu tun mit Menschen, die du zuerst mal siehst, oder die etwas wollen von uns, was sie ihre Firma verkaufen wollen. Von dir wird man wahrscheinlich auch immer viel, nehme ich mal an, oder? Machen wie Frauen zum Beispiel. Ja. Das ist so. Das ja. Aber jetzt waren wir schon im Geschäft. Ich muss jetzt das Thema verfolgen. Nein, nur mal schnell. Ja, ich bin misstrauisch, wenn ich jemanden nicht. Dann geht es länger. Dann kommt es oft auch nicht zu geschäftlich zu einer näheren Beziehung. Das stimmt.
Wenn man dann es dort eben nicht schafft, quasi das Vertrauen herzustellen. Ja, aber vielleicht bin ich auch skeptisch. Mhm. Ja. Aber meistens bin ich wirklich sehr offen für die Menschen, also für das Leben, für die Leute. Du, der Dominanzanspruch, der ist ja doch auch eher ausgeprägt bei dir. Das erstaunt mich ein bisschen. Das ist das Einzige, ja, stimmt. Ja, doch, hey, also du könntest doch... Du bist Chef, hey. Du bist Topmanager mit 400, 224 Mitarbeitern. Ich glaube nicht, dass man... Dich könnte man nicht führen. Mehr führen? Nein. Ah, so, wenn du das um Dominanz ja, Dominanz, ja. Also, Dominanz zeigt sich ja immer, dass einer sehr genau... Das wird durchsetzen, was er sieht, dass man durchsetzen sollte. Ja, aber unter Einbezug, dann müsstest du jetzt meine Elf sehen als Frage, unter Einbezug von den Leuten. Also ich habe eine ja. Idee und bin überzeugt ja. von der und bin meistens zu schnell. Das aber ist, du entscheidest. Ja, aber jetzt, wenn ich jetzt merke, ich komme das Team nicht mit, nein. Ich habe zweimal den Fehler gemacht. Habe ich Sachen geschäftlich durchgedrückt, gesagt, das ist gut, das machen wir jetzt so, sorry guys. Und es ist in die Hose. Und okay. hat viel Geld gekostet. Wirklich. Und dort hat sich schon einiges da. Also ich habe eine Idee, bin überzeugt von etwas. Ich glaube, es ist mehr, ich kann andere Leute begeistern für eine Idee. Ja, das ist ein Wort. Da kommt dann deine Unterlippe wieder. Sie vertrauen mir auch, irgendwie durch den Dschungel zu laufen. Oder so. Das ist wirklich das. Aber ich glaube, es ist, ja, vielleicht kann ich auch dominant sagen. Mhm. Ich kann sie begeistern und mitnehmen. Und habe das Glück, dass es in 9 von 10 Fällen gut geht. Ja. Aber mein Führungsstil, das habe ich am Anfang gesagt, ist Vertrauen. Mir ist es nicht wohl, wenn ich merke, ein CEO ist nicht glücklich, hat ein komisches das Gefühl wegen mir. Das stelle ich gar nicht in Frage. Ich meine, mit Dominanz mehr, du wärst nicht der Mitarbeiter. Ja, also du hast recht. Das meine ich. Oder Typen wo, oder Frauen, die einen grossen Dominanzanspruch haben, die können sich schwer einordnen, oder? Weil das einfach ein Teil von der Persönlichkeit so meine ich. Dass du das nachher sehr mit den Leuten machst, bin ich völlig überzeugt, dass das so passiert. Aber dir müssen wir nicht einen Chef vor die Nase anstellen, der dir sagt, wie du jetzt deine 10 Bereichsleiter müsstest führen. Wow. Das ist jetzt also ja, das ist gute Zusammenfassung. Super analysiert. Zum Schluss kannst du Walter Kamm fragen, dann habe ich mit ihm die Konflikte gehabt. Ah, wirklich? Ja, zum Kreis schliessen. Ah, wirklich? Ja. Oder ich wollte etwas und er hat es anders gesehen. Vielleicht hat er ja recht gehabt. Und dann hat es getatscht, ein paar Mal. Trotz seiner ganzen Harmoniesucht hat das dann... Aber ich hätte dann Grenzen, wenn ich überzeugt bin von mir. Ah, dort hat sie... Hey, los, es ist unglaublich, es sind 40 Minuten rum. Ich habe ein kleines Geschenk zum Schluss. Gott liebe Hüppe, das ist aus der Gegend, wo ich komme. Kennst du sicher auch, Bodensee? Du mit dem Blausee, habe ich eigentlich auch noch mehr darüber reden. Aber es ist, wer jetzt hier, Gott liebe Hüppe, sind beim Bodensee und nicht beim Blausee. Der macht auch Spass. Der macht auch Spass. Kann man auch bei dir nachlesen. Wäre auch noch ein spannendes Thema. Hey, danke vielmals. Ich hoffe, du lehrst uns noch ganz viel in Zukunft von all dem, was wir aus deiner Reiseerfahrung mitnehmen dürfen. Bei uns gibt es wie immer zum Schluss noch etwas zu gewinnen. 1'000 Franken von Pfister. Wenn Sie Lust haben, Ihre Wohnung neu einzurichten, dann können Sie das jetzt machen. Machen Sie mit. Wie Sie das machen, sehen Sie jetzt unten eingeblendet. Und ja, bei uns geht es weiter. Am nächsten Donnerstag 22.00 auf dem Teleclub Prime. Wir freuen uns, schauen wir rein. Bis dahin gute Zeit. Ade miteinander. Persönlich wurde Ihnen präsentiert von unserem Einrichtungspartner Pfister. Freude am Wohnen. Mit freundlicher Unterstützung von Gottlieber. Für anspruchsvolle Genießer.